Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 36, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Schwangerschaftskonfliktgesetz, Drucksache 19/43/15 zu Drucksache 19/41/35 und zu Drucksache 19/37/12. Berichterstatterin ist Frau Kollegin Bächle-Scholz. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in dritter Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/4273 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung anzunehmen. Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Frau Kollegin Erfurth für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn wir heute in der dritten Lesung das Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz verabschieden, dann füllen wir den Rechtsrahmen, den das Bundesgesetz, das Bundesrecht uns vorgibt, entsprechend der hessischen Gegebenheiten. Wir haben eine Vielfalt der Träger und Beratungsmöglichkeiten, die wir nach dem Willen von Schwarz-Grün hier in Hessen auch erhalten wollen. Und wir sind den Trägern, die die oft sehr belastende Arbeit und die Beratungsarbeit durchführen, sehr dankbar für ihren Einsatz. Daher verstetigen wir auch das Auswahlverfahren, um sie von Bürokratie zu entlasten und, das ist auch ganz wichtig, um ihnen Planungssicherheit zu geben. Wir regeln erstmals eine Kostenerstattung für die vertrauliche Geburt. Auch das eine wichtige Neuerung, die nicht unter den Tisch fallen sollte. Das Gesetz, das Bundesgesetz gibt uns einen Betreuungsschlüssel von einer Beratungsstelle je 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner vor. Den setzen wir im Interesse der Träger so um, dass wir eine etwas höhere Anzahl von Beratungsstellen vorhalten. Das steht so nicht in unserem Ausführungsgesetz, ist aber der politische Wille der schwarz-grünen Koalition. Denn wir wissen um die hohe Belastung der Beratungsstellen, sodass wir hier nicht zulasten der Träger weiter zurückfahren wollen. Und wir stellen so weiterhin sicher, dass eine Beratung auf einem hohen Niveau stattfinden kann und stattfinden soll. Den verständlichen Wunsch der Träger, die finanzielle Ausstattung in den Beratungsstellen weiter zu verbessern, konnten wir nach eingehender Beschäftigung mit den Gesamtumständen leider nicht verwirklichen. Ich habe das hier am Dienstag in zweiter Lesung sehr im Detail vorgetragen. Ich will Ihnen das nicht alles wiederholen. Nur in aller Kürze hier heute zur dritten Lesung. Der Vortrag der Träger, Hessen würde sich bei der Ausführung der bundesgesetzlichen Regelungen nicht gesetzeskonform verhalten, konnte in den Anhörungen von keinem belegt werden. Denn Hessen erhalten im Vergleich zu anderen Bundesländern eine relativ hohe Pauschale. Wir zahlen eine relativ hohe Pauschale an die Träger. Wir liegen bundesweit auf Platz 5. Und daher ist nicht nachvollziehbar, an welcher Stelle wir gegen das Bundesrecht verstoßen und wir uns nicht gesetzeskonform verhalten. Ich will es noch einmal sagen. Es ist durchaus legitim, von den Trägern für eine so verantwortungsvolle und wichtige Arbeit mehr Mittel einzufordern. Das verstehe ich, verstehen die GRÜNEN persönlich sehr gut. Allerdings ist Politik auch gefordert, das Gesamtbild im Blick zu halten. Und daher war es uns über die Dynamisierung der Gehaltskosten hinaus nicht möglich, auch weitere und eine Erhöhung der Forderpauschalen hier vorzusehen und das zu leisten. Wir wissen, dass das keine freudige Botschaft ist an dem Punkt für die Träger, aber ich habe es gesagt, wir haben uns sehr intensiv mit den Unterlagen beschäftigt, sehr intensiv nachgeschaut, an welchen Stellen hier Veränderungsbedarf besteht.
und wir haben unter Abwägung aller Gesamtumstände entschieden, dass eine Erhöhung der Förderpauschalen nicht vertretbar ist. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch das Beantragen einer dritten Lesung durch die SPD hat nicht dazu geführt, dass die Regierung und die Regierungsfraktionen noch einmal ernsthaft in sich gegangen wären, um denn zu schauen, ob man die wirklichen Schwachstellen dieses Entwurfs beseitigen kann. Und es wäre nicht so furchtbar schwierig gewesen, an einigen Stellen hier nachzubessern. Es hätte keinen finanziellen Erdrutsch für das Land bedeutet, wenn man darüber nachgedacht hätte, sehr ernsthaft, ob man die Zahl der Ärzte weiter begrenzt, respektive den Ärzten die Möglichkeit einräumt und sagt, das machen wir on top, und es nicht zulasten der Beratungsstellen tut. Das hätte schon sehr geholfen. Ich möchte auch hier an der Stelle nicht mehr hören, und ich möchte auch nicht, dass der Sozialminister immer prabbelt. Wenn Sie etwas zu sagen haben, kommen Sie doch einfach hierher und sagen es. Aber dieses Zwischengeprabbel, erstens kann ich Ihnen nicht folgen auf die Weise, zweitens hat das Auditorium nichts davon, und drittens weiß ich nicht, ob Sie es ernst meinen. Und offensichtlich ist es nicht so furchtbar ernst gemeint. Ist brabbelig, jawohl, das ist die Art, sich auseinanderzusetzen. Eine ernsthafte Auseinandersetzung damit würde nämlich auch bedeuten, zur Kenntnis zu nehmen, dass das, was Sie jetzt tun, für die vielen Frauen, insbesondere die, die da in Teilzeit arbeiten, dass Sie ihnen ein gerütteltes Maß an Altersversorgung verweigern. Und ich möchte dann hier auch nicht mehr von irgendjemand hören, dass die beschäftigten Menschen, was ihre Altersversorgung angeht, eine Eigenverantwortung haben und dass wir insbesondere auf betriebliche Altersversorgung setzen, wenn Sie hier gleichzeitig an der Stelle, wo Sie einen konkreten Einfluss haben, diesen Spielraum eben nicht nutzen und diese Mittel nicht refinanzieren und damit dazu beitragen, dass die überwiegend Frauen, die dort arbeiten, eine gesicherte Situation im Alter haben werden. Das müssen Sie sich überlegen, ob Sie das gut mit sich und Ihrem Gewissen vereinbaren können. Wenn ich zu dieser Landesregierung gehören würde, nach den Debatten, die wir hier über Gewissen und über die Dinge, die einem wichtig sind, in dieser Woche hatten, dann hätte ich ernsthaft ein Problem, Weihnachten mit einem ruhigen Gewissen unter dem Tannenbaum zu sitzen. Aber das müssen Sie mit sich selber ausmachen. Es hat leider nicht dazu geführt, dass sich hier irgendetwas verändert hat. Deswegen müssen auch wir bei unserer Ablehnung bleiben. Denn so, wie Sie es jetzt machen, ist es nicht zufriedenstellend für die Beratungsstellen und insbesondere für die Mitarbeiterinnen, die dort arbeiten. Ich möchte noch einmal auf den Punkt, auf den ich auch beim letzten Mal schon eingegangen bin, eingehen. Natürlich ist es ein Fortschritt, dass wir anonyme Geburt haben. Ein großer Fortschritt. Es ist für die Frauen, die betroffen sind, ein echter Schritt voran, und es ist auch gut und richtig und wichtig, dass dort beraten werden kann und dass diese Beratung auch refinanziert wird. Aber wir reden hier von wirklich einer Handvoll Beratungen, und alle die, die zu einem anderen Ergebnis führen, die sollten auch refinanziert werden. Und an der Stelle bitte ich Sie wirklich noch einmal darüber nachzudenken. Vermutlich ist es sogar eine völlig theoretische Debatte, weil es vielleicht gar nicht eintritt. Aber die Möglichkeit nicht zu eröffnen und zu sagen, das würden wir auch refinanzieren, das finde ich schon sehr, sehr klein und eng. Und das haben Sie eigentlich nicht nötig und könnten Sie besser an der Stelle. In diesem Sinne. Das Wort hat Herr Abg. Rock für die Fraktion FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Schwangerschaftskonfliktberatung, das haben wir uns ja hier im Plenum schon einmal ausgetauscht, ist eine unglaublich wichtige und unglaublich verantwortungsvolle Tätigkeit, die in unserem Land Hessen von qualifizierten Menschen durchgeführt wird. Und wir alle, glaube ich, schätzen diese Arbeit wert, denn es geht um Leben. Es geht um verwundbares Leben, und es ist uns eine sehr wichtige Tätigkeit. Wir haben, und das hat ja auch in der Debatte eine Rolle gespielt, in Hessen eine sehr auskömmliche Finanzierung dieser Tätigkeit im Vergleich zu anderen Bundesländern. Das ist schön, wenn man über dem Durchschnitt liegt und kann das sagen. Aber es hilft vielleicht nicht im Einzelfall in der einzelnen Einrichtung. Das muss man abwägen. Darüber
kann ich jetzt nur aus den Hinweisen aus der Anhörung zurückgehen. Aber ich möchte doch eines deutlich sagen. Es ist nicht so, dass es eine gesetzeswidrige Regelung in Hessen gibt. Es ist ausgeklagt, es ist sichergestellt, es ist richterlich sichergestellt, dass das hier, was wir in Hessen als Modell haben, rechtskonform ist. Ich glaube, darauf müssen wir uns verständigen können. Und ich persönlich finde eine Finanzierung über Pauschalen auch immer sinnvoll, da auch hier es bürokratiearm ist und auch für den Landeshaushalt, glaube ich, immer eine kluge Überlegung, wenn man mit Pauschalen arbeitet. Aber dennoch müssen sie sachlich gerechtfertigt sein und sie müssen angemessen sein. Dann, glaube ich, wird für beide Seiten dann gute Verhandlungsbasis daraus. Ich habe ja für meine Fraktion und für mich schon gesagt, ich bin da besonders sensibel bei der Frage der Finanzierung, weil wir hatten in der schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der wir vor einigen Jahren noch waren, uns dazu entschieden, da wir eine sehr auskömmliche Finanzierung hatten, hier zu sparen. Das ist, glaube ich, niemand, der dafür die Verantwortung übernehmen musste, sehr leicht gefallen. Und darum ist an der Stelle jetzt so, und die Kollegin von den Grünen hat es ja eingeräumt, es gibt schon eine Schlechterstellung in der Finanzierung. Und das reicht für mich schon, an der Stelle dieses Gesetz diesmal nicht mittragen zu wollen, weil wir haben den Spardurchgang schon gehabt und es wäre jetzt angemessen, zumindest nicht mal eine weitere Verschlechterung vorzunehmen. Darum werden wir hier nicht zustimmen können. Alles andere ist schon ausführlich debattiert worden. Ich möchte doch noch einmal über die Parteigrenzen hinweg. Es kommt ja nicht oft vor, dass FDP und LINKE in der Sozialpolitik zwingend einer Meinung sind. Aber bei dem Thema anonyme Geburt, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir wissen, wenn es zu diesen schlimmen Fällen kommt, wo Frauen sich überlastet fühlen und es zu ganz dramatischen bis zur Tötung führenden Situationen kommt, und wir wissen auch, dass die anonyme Geburt da keine hundertprozentige Antwort ist. Es ist eine Krücke, die vielleicht in einem einzelnen Einzelfall helfen kann, dass man die dann doch auch finanziert. Weil es geht hier wirklich vielleicht um den einen oder das andere Leben, dass man damit noch einmal eine Chance geben kann. Ich will es auch nicht überdramatisieren. Ich glaube, es ist ein Stück weit eine Frage des Respekts an der Stelle zu sagen, dass man das vernünftig auch finanziert, weil das eine vielleicht im Einzelfall mal eine lebensrettende Tätigkeit ist. Von daher an der Stelle denke ich schon, muss man noch einmal überlegen, wie man die Abrechnungen gestaltet. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Gnadl für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, es ist richtig, es wurde einiges auch Positives an dem Gesetzentwurf verändert. Aber aus unserer Sicht haben Sie nicht die wesentlichen Änderungen vorgenommen, die auch von den Anzuhörenden in der Anhörung vorgebracht wurden. Sie haben von dem pluralen Angebot bei den Beratungsstellen gesprochen und davon, dass die gefährdet sein, möglicherweise durch unseren Vorschlag die Anrechnung der Ärztinnen und Ärzte von 20% auf 10% zu senken. Aus unserer Sicht können wir ganz klar und deutlich sagen, das plurale Angebot ist dadurch nicht gefährdet, aber wir verbessern dadurch die Situation, die im Moment in den Beratungsstellen herrscht. Wir erkennen ausdrücklich mit unserer Änderung an, dass es auch Frauen gibt, die eine rein medizinische Beratung ausreicht. Aber wir gehen insbesondere mit unserem Änderungsvorschlag eben auch auf die Probleme ein, die uns von den Trägern der Beratungsstellen in der Anhörung berichtet wurden. Das ist erstens das Thema der Wartelisten für Frauen, die in einer Konfliktsituation stehen. Das halten wir für unzumutbar. Gerade wenn eine Frau ungewollt schwanger wurde und die Schwangerschaft erst spät festgestellt wird, muss schnell gehandelt und beraten werden. Wartezeiten sind für diese Frauen quälend. Zweitens. Uns wurde berichtet, dass Frauen, die in der Beratung bei Ärztinnen und Ärzten waren, anschließend oft trotzdem zusätzlich
in eine Beratungsstelle gehen, weil eben ihre Lebenssituation, in der sich viele Frauen befinden, sehr komplex sind und ihnen dann eine rein medizinische Beratung nicht ausreicht, weil es eben oftmals auch eine psychosoziale Beratung notwendig ist. Ihre Gegenargumente zu unserem Vorschlag waren, es sei erstens nicht finanzierbar, das hat Frau Erfurth gesagt, und zweitens, das hat Herr Grüttner angebracht, wäre das plurale Angebot möglicherweise gefährdet. Und wir sollten doch froh sein, dass die Ärztinnen und Ärzte bei einer so geringen Pauschale von 59,90 Euro bereit sind, zu beraten. Also hier widersprechen sich also CDU und GRÜNE gegenseitig. Auf der einen Seite wird gesagt vom CDU-Minister, die Pauschale der Ärzte sei so gering, dass wir froh sein können, dass sie das überhaupt machen. Und die GRÜNEN sprechen davon, dass unser Vorschlag nicht finanzierbar sei, was ich mit Verlaub auch angesichts der Haushaltslage nicht ganz für glaubwürdig erachte. Und was noch schlimmer ist, weder CDU noch GRÜNE gehen auf die inhaltlichen Argumente ein, warum die Änderungen, die wir vorschlagen, notwendig sind. Kein Wort zu dem Thema Wartelisten, kein Wort zu der besonderen Konfliktsituation, in der eben Wartezeiten für Frauen unzumutbar sind. Ich finde, wir sollten das, was uns die Praktikerinnen, die in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig sind und für uns den gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag sicherstellen und die wir ja auch alle für ihre engagierte Arbeit in der zweiten Lesung am Dienstag gelobt haben, auch ernst nehmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Stattdessen wiegeln Sie ab und sagen, es ist ja klar, dass die Träger eine bessere Ausstattung und mehr Geld wollen, aber auf die Argumente, warum sie unterfinanziert sind, gehen Sie erst gar nicht ein. Meine Damen und Herren, das sah bei den GRÜNEN im Jahr 2011 noch ganz anders aus. Da haben die GRÜNEN zusammen mit uns einen Änderungsantrag in den Landtag eingebracht, und genauso wie wir heute eine Erhöhung der Förderung der Beratungsstellen von 80% auf 90% gefordert. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, verlassen die GRÜNEN ein weiteres Mal bei einem gesellschaftlich-politischen wichtigen Thema eine Position, die sie noch vor der Landtagswahl vertreten haben. Die Träger der Beratungsstellen haben deutlich gemacht, dass die derzeitige Förderhöhe durch das Land zu einer Unterdeckung bei den Personalkosten führt und dass, obwohl eben das Land gesetzlich verpflichtet ist, die Schwangerschaftskonfliktberatung sicherzustellen, sie vertrauen also darauf, dass die Träger diese finanzielle Lücke mit eigenen Mitteln schließen. Das haben die GRÜNEN 2011 noch genauso kritisiert. Heute soll das alles nicht mehr notwendig sein, soll falsch sein. So schnell ändern sich hier die Positionen. Ich bin gespannt, wie Sie das den freien Trägern und den hilfesuchenden Frauen auch am Ende erklären, warum das, was Sie vor 5 Jahren noch als notwendig erachtet haben, heute unnötig sein soll. Wir wollen mit unseren beiden Änderungen diesen Beratungsengpässen entgegenwirken. Das haben CDU und GRÜNE im Ausschuss abgelehnt. Schwarz-Grün hat damit eine Chance vertan, bei einem so wichtigen Thema notwendige Änderungen vorzunehmen, um die Beratungsinfrastruktur für schwangere Frauen in Konfliktsituationen in Hessen weiter zu verbessern. Das Wort hat Frau Abg. Ravensburg für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit unserem heutigen Beschluss für das Ausführungsgesetz zur Schwangerschaftskonfliktberatung sichern wir die weitere Finanzierung der Beratung von Frauen und Männern rund um Familienplanung und um Schwangerschaft ab. Wir erhalten damit auch das pluralistische, flächendeckende Beratungsnetz für Schwangerschaftskonfliktberatung, so wie sie im Bundesgesetz auch geregelt ist. Wir sichern die Finanzierung der Beratungsstellen weiterhin auf Spitzenniveau im Vergleich der Bundesländer. Und, Frau Gnadl, die Anzahl der Ärzte ist bereits reduziert. Wir sind unter den 20%. Das hat auch die Frau Kollegin Erfurth vorhin in ihrer Rede erwähnt.
Und wenn Sie die Rede, die in Rechnung vielleicht nicht gleich nachvollziehen konnten, dann können Sie das ganz sicher im Protokoll in Ruhe noch einmal nachlesen. Ihr Versuch, Grün und Schwarz auseinanderzubringen, der ist für uns leicht durchschaubar. Wir erhöhen mit dem Gesetz die Planungssicherheit der Beratungsstellen. Statt für ein Jahr, jetzt für 3 Jahre erhalten Sie die Zusage. Und Gleiches gilt, und das ist mir auch besonders wichtig, für die Planungssicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Beratungsstellen. Und gleichzeitig erhalten wir die Flexibilität bei Tarifanpassungen. Wir verringern die Bürokratie. Und in dem Zusammenhang freue ich mich sehr, dass unser Änderungsantrag im Ausschuss ein einstimmiges Votum bekommen hat. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich, auch im Namen von Kollegin Erfurth. Denn nunmehr sind Förderzeitraum und mit dem Auswahlverfahren der Beratungsstellen synchronisiert, und das erleichtert die Arbeit für die Beratungsstellen. Und nicht zuletzt, meine Damen und Herren, begrüßen wir, dass die Landesregierung die Beratungsleistung für die vertrauliche Geburt aufgenommen hat. Aber was mich tief betroffen hat, Frau Schott, vielleicht können Sie da kurz zuhören, aber auch Herr Rock, es ist ein großer Unterschied, ob wir von einer anonymen oder einer vertraulichen Geburt sprechen. Oder wie wollen Sie dann dem Kind irgendwann später einmal erklären, dass es bei einer anonymen Geburt keine Auskunft über seine Herkunft bekommt, was in der vertraulichen Geburt aber fest geregelt ist. Meine Damen und Herren, das Gesetz enthält viele qualitative Verbesserungen. Es sichert die Fortsetzung der Beratung im Schwangerschaftskonfliktfall ab dem kommenden Jahr weiterhin. Wir stimmen dem Gesetz zu, und wir bitten Sie auch um Ihr Einverständnis. Das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für die Landesregierung ist es ausgesprochen wichtig, in einer sehr schwierigen Situation, in der Frauen sich befinden, ein plurales und gut funktionierendes Angebot an Schwangerschaftskonfliktberatung anzubieten. Und dieses gute Angebot bedeutet auch ein plurales Angebot. Und deshalb ist es genauso wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte genauso wie Beratungsstellen an dieser Stelle ihre Angebote denjenigen und ihre Hilfestellungen denjenigen, die Beratung suchen, anbieten. Ich will an dieser Stelle sehr deutlich sagen, und ich habe das schon im Bereich der zweiten Lesung gesagt, Ärztinnen und Ärzte, die sich bereit erklären, Schwangerschaftskonfliktberatungen zu machen, müssen besondere Schulungen, besondere Fortbildungen, besondere Eigenschaften haben. Es geht an dieser Stelle nicht um die Fragestellung von Medizin, sondern es geht an dieser Stelle um Fragestellungen, wie man Frauen aus Konfliktsituationen heraushilft. Und dort ist die Fragestellung von psychosozialer, psychotherapeutischer, von empathischer Einstellung, von ausgesprochener Wichtigkeit, und dieses führen Ärzte genauso gut durch wie Beratungsstellen. Und ich will an die Gesundheit. War jetzt kein Beitrag dazu? Gut. Also dann, Herr Frasser. Kein inhaltlicher Beitrag. Dann ist gut. Und an dieser Stelle will ich sehr deutlich sagen, wer sich hier hinstellt und Ärztinnen und Ärzte, die sich dieser schwierigen Aufgabe stellen, die Kompetenz absprechen, verstehen nicht, was Ärztinnen und Ärzte an dieser Stelle leisten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann bleiben noch ein paar weitere Dinge übrig. Das ist die Fragestellung von Finanzierung. Wir brauchen hier an diesem Punkt nicht noch einmal zu verdeutlichen, dass wir nach wie vor in Hessen mit den Zuschüssen, die wir Beratungsstellen geben, im oberen Drittel der Zuschüsse der Länder in Deutschland liegen, eindeutig im oberen Drittel. Es nach wie vor nicht nachweisbar ist, dass der gleiche Träger, der in Hessen eine Beratungsstelle anbietet, hier erklärt, dass er mit den Mitteln nicht zurechtkommt, während er in Rheinland-Pfalz mit deutlich geringeren Mitteln diese Klage nicht führt.
Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Schlicht und einfach. Das ist der gleiche Träger. Ich sage das auch ganz schlicht und einfach. Das ist der Caritasverband für die Diözese Mainz, der zu zwei Dritteln in Hessen tätig ist, zu einem Drittel in Rheinland-Pfalz tätig ist, in beiden Ländern Beratungsstellen betreibt, in Hessen sagt, mit den Zuschüssen kommen wir nicht aus, und in Rheinland-Pfalz keine Klage übt, obwohl die Mittel deutlich niedriger ist. Und solange mir dieses nicht erklärt wird, kann ich nur sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es schlicht und einfach nicht. Und wenn jetzt gerade eben von Frau Schott erklärt worden ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Stelle im Hinblick auf Alterssicherung, auf Einkommen eine Benachteiligung haben, sage ich sehr deutlich, wir sind das einzige Land, in dem die Berechnung der Personalkosten immer am oberen Ende einer Entgelttabelle und dieses in einem Mix unter Berücksichtigung von Juristen bis hin zu Sachbearbeiterinnen stattfindet. Und dass das Bundesverwaltungsgericht nach wie vor festgestellt hat, dass eine 100-%-Vergütung nicht angemessen, sondern eine 80-%-Vergütung der richtige Weg ist. Insofern, sowohl was die Ausstattung anbelangt, sowohl was die Rahmenbedingungen anbelangt, in denen Hessen die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen ihre Arbeit, die ausgesprochen verantwortungsvoll ist, wahrnehmen können, sind wir auf einem guten Weg. Insofern bitte ich auch in dritter Lesung zur Zustimmung zu diesem Gesetz. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit lasse ich abstimmen über das Gesetz, den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Schwangerschaftskonfliktgesetz. Wer diesem Gesetzentwurf in dritter Lesung in der vorliegenden Fassung zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Ich stelle fest, dass das Gesetz mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen die Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses beschlossen, angenommen ist und damit zum Gesetz erhoben wird.